es wagt. Der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Chan, Chaka Chan, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der, der tückisch ist, der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Chan, Chaka Chan, Chaka Chan. Leute, ich bin heute als Actionheld unterwegs. Und ich glaube, die beiden Typen, die hinter mir her sind, sind irgendwie sauer auf mich. Dabei habe ich doch gar nichts gemacht. Trotzdem, nichts wie weg. Alter Falter, war das knapp. Nicht, dass sie wiederkommen. Rauf aufs Gas. Boah, Mist, die Karre explodiert. Es wird aber eine ganz schön heiße Sendung heute. Boah, krass. Und wie sowas geht, darum geht's heute. Heute geht's nämlich um Stunts. Immer wenn es beim Film für die Schauspieler zu gefährlich wird, springen die Stunt-Leute ein. Manche von ihnen sind Spezialisten für gefährliche Autocrashs. Andere haben spektakuläre Sprünge drauf. Und auch vor Feuer schrecken sie nicht zurück. In Deutschland gibt es um die 150 Profi-Stuntmänner und etwa 20 Stuntfrauen. Wer den Job lernen will, braucht eine Menge Mut und er muss super sportlich sein. Ich check heute, was das für Typen sind, die sich sowas hier trauen und mit welchen Tricks man Aufnahmen wie diese in den Kasten bekommt. Hier kommt der... Nee, nicht der Flugcheck. Hier kommt der Stuntcheck. Und jetzt die Checkliste. Was ist eine Choreografie? Was ist ein Double? Und wie dreht man einen Autostunt? Das check ich für euch. Ach so, und für alles, was die Stuntleute und ich heute machen, gilt, auf keinen Fall nachmachen. Zuerst bin ich in der Nähe von Nürnberg bei der Stuntschule VIP Stunts. Matthias und Siggi sind absolute Profi-Stuntmen und haben schon für richtig große Hollywood-Produktionen gearbeitet. Auch mit Topstars, wie zum Beispiel mit Brad Pitt oder Tom Cruise. Aber hey, die sollen sich doch nicht hauen. Die sollen mir jetzt Fragen beantworten. Stopp, 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 nicht schlagen, Mensch. Ganz bist du gut. Auch eine? Ah, ja, Mensch, hey, was soll das? Oh, komm her. Oh. Ich kann hier auch austeilen. Oh, ja. Was macht ihr denn da gerade? Ja, wir schlägern auf jeden Fall nicht ernsthaft, sondern wir trainieren eine Schlägerei. Im Gesicht, da schlagt er ganz vorbei, ne? So. Genau. Er muss natürlich ungefähr wissen, wann die Faust auf Gesichtshöhe ist, damit er da auch wirklich gut reagieren kann. Okay, also das übst du vorher, wann du den Kopf so eindrehst. Genau. Warum sieht man das denn später im Film gar nicht, wenn man einfach vorbeischlägt? Ein Trick dabei ist auch noch die Kameraposition. Wenn sie da steht, wo sie jetzt steht, dann sieht sie natürlich, dass hier ein Abstand zwischen deiner Faust und dem Gesicht ist. Das heißt, wir müssten in dem Fall die Kameraposition ändern und ein bisschen weiter nach drüben wandern. Okay, lauf mal rüber. Genau, jetzt steht die Kamera nämlich so, dass Siggis Kopf deine Faust verdeckt, die im Hintergrund vorbeizischt. Warte mal. Wenn du jetzt mal einen Schlag machst. Sieht man's? Stark, ey. Und damit es richtig echt wirkt, braucht man natürlich noch die passenden Geräusche. Jetzt macht mal einen Ton da drauf. Schon besser, oder? Jetzt noch mal einen anderen Ton. Auch cool. Vielleicht noch einen lustigen. Ja, jetzt wirkt es nicht mehr ganz so gefährlich. Die Schlaggeräusche werden bei Filmen im Nachhinein eingefügt. Hier bei der Postproduktion hat der Cutter oder Sounddesigner hunderte Töne zur Auswahl. So kann er zum Beispiel ganz leicht eine ernste Schlägerei in eine Prügelei wie im Zeichentrickfilm verwandeln. Kann das nicht passieren, dass du dem Siggi gerade so paps eine verpassen willst und er denkt aber, er will mit dem Gesicht ausweichen und dann triffst du ihn doch oder so? Ja, das kann natürlich schon sein. Deswegen ist es wichtig, vorher alles ganz genau durchzusprechen. Das heißt, wir arbeiten eine Choreografie aus. Hey, das war eine Checkerfrage. Was ist eine Choreografie?
Eine Choreografie ist quasi ein Ablaufplan. Das heißt, wir setzen uns vorher zusammen und überlegen uns, wer macht welchen Schlag und wann und was macht der andere dann. Es ist so, als ob man einen Tanz zusammen entwickelt, wo man sagt, wie so ein Ballett, was passiert denn nacheinander? Und jeder weiß immer, was wann kommt. Genauso wie bei einem Tanz oder bei einem Ballett muss auch bei einer Stuntprügelei jeder den genauen Ablauf, also die Choreografie, kennen. Das ist super wichtig, denn sonst gibt's richtig blaue Flecken. Für komplizierte Choreografien üben Stuntleute oft mehrere Wochen, damit beim Dreh alles reibungslos klappt. Pass auf, du Lumpensack! Hey, war doch schon ganz cool! Ich fühl mich auf einmal auch so richtig stark. Ah, Mann, du spinnst wohl! Und er kriegt auch noch welche! Was ist eine Choreografie? Eine Choreografie ist ein genau festgelegter Ablauf von Bewegungen. Nur wenn jeder weiß, was der andere macht, gibt's keine blauen Flecken. Funktioniert so ähnlich wie bei einem Tanz. Gecheckt! Und jetzt eine Frage an euch. Was bedeutet Stunt? A. Kunststück. B. Held. Oder C. Gefahr. Die richtige Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Wie wir den Autostunt gedreht haben, schauen wir uns gleich an. Vorher schaue ich hinter die Kulissen bei einem Werbespot-Dreh. Siggi spielt einen Bodyguard, der bei einer Verfolgung gleich in eine Schlucht springen muss. Matthias kümmert sich als Regisseur darum, dass im Spot alles richtig spektakulär aussieht. Und auf diesem Luftkissen muss Siggi gleich landen. Jetzt kommen wir zu einem dramatischen Höhepunkt beim Film. Und zwar geht's hier gleich runter in die Schlucht. Ich kann da gar nicht so nah ran. Du musst da gleich runterspringen. Ich spring jetzt da runter, genau. Und du bist jetzt hier schon ziemlich am Limit. Viel mehr geht mit so einem Luftkissen hier nicht. Nö. Also ich bin letztes Jahr in dieses Luftkissen auch aus 24 Meter gesprungen. Und das hat auch noch gehalten. Es gibt zwar spezielle Kissen aus Amerika, die mit Heißluftgepresse hochgeblasen werden, die bis zu 100 Meter gehen. Aber das sind Warte mal. Bis zu 100 Meter kann man in so ein Kissen springen? Ja. Der Weltrekord sind 110 Meter. 110 Meter? Das ist, als würde man zweimal den schiefen Turm von Pisa übereinander stellen und dann von ganz oben runterspringen. Krasse Nummer. Sag mal, wie oft hast du sowas schon gemacht? Ich habe schon einige tausend Sprünge hinter mir. Krass, einige tausend. Also ja. Für dich ist es so wie, weiß ich nicht, wenn man morgens Zähne putzt oder so, als normaler Mensch, das ist ja, für dich irgendwo. Ja, es ist nicht so, wie gesagt, es ist immer wieder bei jedem Sprung eine dementsprechende Anspannung da und wirklich auch ein dementsprechender Respekt. Weil wenn man da irgendwie aus der Höhe, zum Beispiel wenn ich jetzt da stehend reinspringe, breche ich mir mit Sicherheit die Beine und den Rücken. Echt, wenn du jetzt einfach so reinspringst, bricht man sich mit die Beine? Mit Sicherheit. Trotz Luftkissen, ja genau. Wie musst du denn gleich landen? Ich muss auf alle Fälle auf dem Rücken landen und das ist also für mich das A und O. Okay Leute, jetzt wird's ernst. Bevor gleich gedreht wird, geht Siggi den Sprung nochmal ganz genau durch. Ja. Und er markiert sich die Absprungstelle. Das ist wichtig, weil er nachher in der Szene ja auch noch schauspielern muss und keine Zeit mehr hat, sich wirklich über den Sprung Gedanken zu machen. Siggi! Okay, alles Gute! Hat er gesagt, ich breche mir was unten oder wir sprechen uns unten? Ich hoffe, wir sprechen uns unten. Danke! Okay! Jetzt bin ich aber echt aufgeregt. Krass. Und bitte! Schaut mal, wie das Luftkissen den Sprung abfedert. Siggi? Oh. Ey, Siggi, krass. Alles gut gegangen? Alles prima. So, und jetzt springe ich. Glaubst du nicht, oder? Wirst schon sehen. Sturzhelm habe ich nicht. Setz einfach mal eine Mütze auf. Und los geht's. Boah, nichts passiert. War total easy. Ja, in Wirklichkeit war das natürlich ein Trick. Und der Trick hat was mit der zweiten Checkerfrage zu tun. Was ist ein Double? Und ich zeige euch mal, wie wir es gemacht haben. Schaut mal genau hin. Der hier landet, bin gar nicht ich. Sondern das ist mein Double, also mein Doppelgänger. Der Siggi. Oben habe ich nur so getan, als ob ich springe. Okay. So. Also hier bin ich raus. So, okay. Dann
Jetzt so rauskippen, ne? Wow. Das sah nur so echt aus, weil die Kamera hier, mit der wir es gedreht haben, die richtige Position hatte. Geht das? Anschließend hat Siggi einfach die gleichen Klamotten wie ich angezogen. Genau die gleiche, die ich habe. Meinst du echt, das sieht man nicht gleich? Nein, das wird man überhaupt nicht sehen. Aber die Haare? Ach, die Haare, dafür brauche ich deine Mütze. Mütze und Jacke, damit es richtig echt aussieht. Und? Passt alles? So. So. Ab geht's. Ab geht's. Und dann ist natürlich der Siggi runtergesprungen und nicht ich. Wäre ja auch viel zu gefährlich. Unten haben Siggi und ich dann nochmal die Klamotten getauscht. Alter, wie krass. So, jetzt geht meine Jacke wieder. Ja, okay. Dann bin ich wieder ins Luftkissen gestiegen und habe so getan, als wäre ich gerade gelandet. Oh, meine Güte. Und für den Sprung haben wir dann noch einen extra Schrei von mir aufgenommen. Okay. Schneidet man meinen Absprung, Siggis Sprung und meine Landung direkt hintereinander, wirkt zusammen mit meinem Schrei total echt. Schaut mal. Wow. Boah, nichts passiert. War total easy. Was ist ein Double? Ein Double ist ein Doppelgänger, der bei gefährlichen Filmszenen den Job der Schauspieler übernimmt. So funktionieren fast alle Action-Szenen in Filmen. Gecheckt. Stunts gibt es schon fast so lange, wie es Spielfilme gibt. Also seit gut 100 Jahren. Viele der allerersten Schwarz-Weiß-Schinken wurden da produziert, wo auch heute noch die aufwendigsten Actionstreifen gemacht werden. In Hollywood. Wir sind ungefähr hier. Und Hollywood ist Hollywood ungefähr hier. In den USA. Und deswegen ist auch das Wort Stunt englisch und heißt auf Deutsch so viel wie Kunststück. Der angeblich allererste bezahlte Filmstunt der Geschichte wurde im Jahr 1908 gedreht. Ein amerikanischer Filmproduzent wollte für seinen Film ein möglichst spektakuläres Ende. Dafür engagierte er einen Zirkusakrobaten und der sollte von einer Klippe ins Meer springen. Wow! Sein Lohn war damals gerade mal 1, 2, 3, 4, 5 Dollar. Umgerechnet sind das nicht mal 4 Euro. Heute kosten richtig aufwendige Stunts mehrere hunderttausend Dollar. Auch wenn die Szene später im Film nur ein paar Sekunden zu sehen ist. Richtig beliebt waren damals Fliegerstunts. Schaut mal, die haben sich einfach auf die Tragflächen gestellt und von einem Fallschirm wegreißen lassen. Heftig, oder? Wie wir den Autostunt hier gedreht haben, zeige ich euch gleich noch, versprochen. Aber vorher schauen wir uns mal an, wie das mit dem Feuer geklappt hat. Bestimmt könnt ihr euch schon denken, dass auch hier nicht ich gebrannt habe. Sowas dürfen nur Profis wie Matthias und sein Stuntkollege Igor. Und natürlich auch nur mit aufwendiger Schutzkleidung. Und das hier ist jetzt zum Beispiel die Unterwäsche. Das tragen auch die ganzen Rallye-Fahrer und die Formel-1-Fahrer auch drunter. Und das brennt eben nicht. Da kannst du ein Feuerzeug dran halten und da passiert gar nichts. Das tragen wir drunter. Und ganz oben drüber kommt dann die Kleidung, die wirklich brennen soll. Zum Beispiel die Kleidung, die der Schauspieler in der Szene trägt. Warte mal. Die hier kriegst du. Sehr, sehr gut, genau. Genau, was ich anhab. Klar, kenne ich doch schon. Funktioniert wie beim gedoubelten Sprung. Dann mal rein in die feuerfeste Unterwäsche. Und die sieht auch gut aus, die Klamotte, ne? Steht dir. Vielen, vielen Dank, weil wenn es jemand tragen kann, dann ich. Wahnsinn, oder Leute? So was Schickes. Oben drüber kommt ein feuerfester Anzug, eine Schutzjacke und auch feuerfeste Handschuhe. Gut, dass ich die nicht ausprobieren muss. Willst du es vielleicht selber mal probieren? Naja, soll ich? Ja, okay, mach ich. Einfach nur mal reinschlupfen. Okay. Du löscht mich aber, ne? Wenn wir löschen dich. Wir wischen da einfach mal so durch, als ob du dir ein bisschen Gel einfach draufpacken müsst. Ein bisschen mehr kannst du noch nehmen. Yeah. Das schaut doch gut aus. Musst du dann auf irgendwas achten? Du musst nur darauf achten, dass du die Hand ein bisschen weiter vom Gesicht weghältst, damit du nicht irgendwelche Flammen oder Hitze abkriegst. Sonst schmust du dir vielleicht die Wimpern oder die Augenbrauen weg. Und wenn es dir zu warm wird oder zu unsicher wird, dann sagst du Bescheid, dann mache ich dich aus. Oder nehme notfalls auch den Feuerlöscher. Haben wir alles da. Okay, alles bereit? Da? Ja. Boah, ich brenne! Schon brennt! Boah. Boah, krass, ey, das brennt ja richtig heftig. Boah, es wird warm. Boah. Ah, jetzt wird es aber echt warm. Boah. Okay. Alles okay? Das brennt noch. Vorsicht. Ja, schon klar. Das ersticke ich jetzt einfach in meiner Hand. Schau mal deine Hand an, ist alles okay? Ja.
Das merkt man kaum. Es ist nur warm geworden. Es wird angenehm warm. Ne? Gerade bei der Kälte ist es schön, aber du siehst auch beim Handschuh ist überhaupt nichts passiert. Du siehst nur ein bisschen das Brandgel, aber es gibt keine schwarzen Ränder. Es ist nichts verbrannt. Genauso muss es sein. Cool. Sowas geht natürlich nur mit dem Spezialhandschuh. Ohne das Teil hätte man sofort eine richtig schmerzhafte Brandverletzung. Damit das Feuer gleich schön dramatisch aussieht, bekommt Matthias eine dicke Schicht Brandpaste auf die Klamotten. Hey, warte mal, stopp! Alles Gute. Yeah, alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Jawohl. Ein Arm brennt, Rücken brennt, der andere Arm brennt. Damit die Feuerszene in unserem Actionfilm noch spektakulärer aussieht, haben wir am Computer nachgeholfen. Und einfach noch eine Explosion und noch mehr Feuer eingebaut. Filme machen ist einfach eine ganz schöne Trickserei. Alles okay? Alles gut. Das sieht so krass aus. Alles okay. Sauber, alles geklappt. Sehr cool. Immer wenn es um Action-Szenen mit Feuer oder Sprengungen geht, arbeiten die Stuntmen eng mit Pyrotechnikern zusammen. Pyro kommt aus dem Griechischen und heißt Feuer. Nur wenn beim Dreh ein Pyrotechniker vor Ort ist, können Aufnahmen wie diese hier gedreht werden. Die Pyrotechniker mischen auch immer dann mit, wenn es in Spielfilmen Schießereien gibt. Natürlich werden die Schauspieler nicht echt getroffen. Damit es trotzdem echt aussieht, wird ein Beutel mit rotem Filmblut zusammen mit einer winzigen Sprengladung unter den Klamotten versteckt. Die Sprengladung kann man über eine Fernsteuerung zünden. Macht man das genau dann, wenn die unechte Filmpistole abgefeuert wird, sieht es so aus, als hätte wirklich eine Kugel den Arm getroffen. So einen Beutel mit Filmblut zünden dürfen natürlich nur die Profis. Aber es gibt was, das ihr selbst mal ausprobieren könnt. Ihr könnt euer eigenes Filmblut mischen. Dazu braucht ihr einfach ein bisschen Wasser, Mehl, Sirup oder Honig und Lebensmittelfarbe. Alles zusammenmischen, umrühren, fertig. Schaut ziemlich echt aus, oder? Stark. Jetzt schauen wir uns endlich den Autostunt an. Checkerfrage: Wie dreht man einen Autostunt? Ein Autostunt ist für jeden Stuntman eine absolute Herausforderung. Vor allem, wenn man den Stunt zum allerersten Mal wagt. Aber wozu brauchen wir das komische Teil hier? Diese Rampe ist dafür da, damit das Auto hochkatapultiert wird. Und als Auto nehmen wir diesen schwarzen Wagen hier. Und der Igor, der wird nachher den Stunt fahren. Der Igor ist quasi der Neuling im Team bei uns. Okay. Der ist erst ein gutes Jahr dabei, 1,5 Jahre dabei. Und für ihn wird es heute der allererste Autoüberschlag. Das machst du das erste Mal heute? Richtig. Also das wird eine tolle Erfahrung, denke ich mal. Ich freue mich schon. Ein bisschen Schiss hast du auch, oder nicht? Schiss eigentlich eher nicht, aber ich habe schon Respekt und ich glaube, wenn ich dann im Auto sitze, dann geht schon mein Puls hoch. Wird schon echt ein krasses Ding werden, ey. Ein bisschen. Die Stahlrampe, mit der das Auto nachher nach oben katapultiert wird, muss fest im Boden verschraubt werden. Der Anzug schützt Igor, falls beim Crash Feuer ausbricht. Im Ernstfall könnte er es damit eine Minute lang aushalten. Für die Beine bekommt Igor Eishockeyschützer. Die halten auch richtig feste Schläge aus. Okay, Igor, dann schneiden wir dich mal rein, ne? Okay. Vorher gibt's natürlich noch einen Helm und ganz wichtig, eine Nackenstütze, damit der Kopf nicht so stark hin und her geschleudert wird. Das ist ein ganz, ganz breiter Mit einem Spezialgurt wird Igor so fest wie möglich in den Sitz geschnallt. Von oben, von der Seite und nochmal zwei zwischen den Beinen in den Sitz rein.
Und damit das Auto beim Aufprall nicht zerquetscht wird, haben die Stuntleute vorher einen Käfig aus dicken Stahlrohren im Fahrzeug verbaut. Weil nachher alles super schnell geht, testet Igor nochmal die Anfahrt. Das ist jetzt zu mittig, Igor. Das ist zu mittig jetzt. Du bist jetzt mit der Rampe schon in der Motorhaube drin. Das ist jetzt perfekt, genau so. Du bist jetzt auf dem Scheinwerfer. Hey Igor, ich wünsche dir alles Gute. Danke, danke. Du schaffst das schon. Boah, ob Igor das echt schafft? Jetzt heißt es volle Konzentration. Schaut mal, wie angespannt Igor jetzt ist. Die Rampe muss er gleich so treffen, dass sich das Auto in der Luft dreht. Los geht's. Gut zielen. Boah, schaut mal, wie krass sich das Auto in der Luft dreht. Hoffentlich ist mit Igor alles in Ordnung. Boah, da drin geht's ab, aber sieht ganz gut aus. Schaut mal, wie schnell das alles geht, ohne Zeitlupe. Und Igor geht's gut. Geht's gut, alles klar? Alles klar, Igor? Ja, alles bei dir? Ich spüre alles. Mir geht's gut. Das war ein perfekter Autoüberschlag. Ja, yeah, Igor. Perfekt gefahren, Igor. Das ist Hammer. Lass dich umarmen, Alter. Komm her, ey. Geiles, fettes Teil. Sehr, sehr cool. Wie dreht man einen Autostunt? Damit nichts passiert, gibt es viele Sicherheitsvorkehrungen. Trotzdem werden auch bei Autostunts die Schauspieler von Stuntleuten gedoubelt. Wäre sonst ja auch viel zu gefährlich. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was bedeutet Stunt? A. Kunststück. B. Held. Oder C. Gefahr. Habt ihr die Antwort entdeckt? Schaut mal. Und deswegen ist auch das Wort Stunt Englisch und heißt auf Deutsch so viel wie Kunststück. Richtig ist also A. Stunt bedeutet Kunststück. Wollen wir uns zum Schluss nochmal den Actionfilm vom Anfang anschauen? Alles klar, aber in der Spezialversion. Film ab! Ciao, bis zum nächsten Mal. Das ist Can, Jackie Chan, yes he can, unser Man. Der immer fragt, der alles wagt, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Jackie Chan, yes he can, unser Man. Der mit Tieren spricht, der türkisch ist, der kein Schisser ist.